Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story. Ja, wie immer, bevor wir mit unserem Invasion weitermachen, was heißt wie immer, das ist jetzt gerade die dritte Aufnahmesession, will ich euch kurz mal so mein Privatzeug zeigen. Ich habe nämlich eine neue Privatburg gemacht, mit der ich dieses Mal sehr zufrieden bin. Abgesehen von der Zeit, die ich gebraucht habe, sie aufzubauen. Das heißt, sie ist leider nicht sehr Invasion-tauglich, sondern eher Sandbox-tauglich. Aber sie funktioniert. Also, ich schätze, sie lässt sich gut verteidigen, ist sicher und sieht vor allen Dingen gut aus. Und ich habe noch ein bisschen mit Sachen rumexperimentiert und neue Ideen eingebaut. Ich hoffe mal, es dauert nicht zu lang zum Laden dieses Mal. Wobei wir wahrscheinlich wieder bei so 90% ja, hängen bleiben werden für eine halbe Minute. Ich will auch nicht lange mich mit der Burg aufhalten. Ich will sie euch nur mal kurz zeigen, was ich so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Sollte so 5 Minuten dauern und dann gehen wir wieder in unser Invasion von der letzten Aufnahmesession rein. Und gucken, wie lange wir da noch durchhalten. Ich habe vor, die Aufnahmesession jetzt eine Stunde lang zu machen, also so ungefähr 50 Minuten Invasion. Mal sehen, ob wir so lang durchhalten oder ob wir vorher weggenutzt werden. Ich hoffe mal, wir halten wirklich so lange durch. Weil unsere Burg ist ja noch nicht mal annähernd fertig. Gebaut, wir können sie kaum richtig verteidigen. Deswegen hoffen wir einfach mal das Beste. Und ja, 30 Sekunden ist untertrieben. Ich warte jetzt hier schon eine Minute, während ich mit euch rede. Komm, bitte lad schneller. Na los. Gut, jetzt warten wir schon fast 2 Minuten. Ah, wir sind bei 100%, jetzt muss nur noch der Balken voll werden. Und da sind wir endlich. Juhu. Ja. Das ist meine privat gebaute Burg. Mit einem Bollwerksturm mit Katapult. Und 4 Außentürmen. An denen ich doch einen kleinen Fehler gemacht habe, nämlich die Verteidigungskristalle hier habe ich ein bisschen blöd platziert. Deswegen sieht es komisch aus. Ich wollte sie aber nicht mehr abreißen, weil ich Angst hatte, dass sie kaputt gehen. Ja, ich habe das Bollwerk ein bisschen anders gebaut als in unserem Testspiel und im letzten Privatspiel. Unter anderem habe ich einen Zwischenboden eingebaut, wie man hier sehen kann. Ja, wenn ich mal so reinzoome. Oder ich benutze mal das X-Ray. So. Ja, kann man hier sehen, habe ich einen Zwischenboden eingebaut. Und habe hier auch Türen eingebaut, dass die Bricktrons über das Bollwerk rauslaufen können auf die Mauern. Die Seitentürme habe ich unten halt hohl gemacht, da braucht keiner rein. Und habe nur eine Nut genommen, eine X-Nut und Träger, um einen Zwischenboden aus Stein einzuziehen, um dann hier oben Säulen drauf zu packen. So, machen wir das X-Ray mal wieder aus und gehen auf normale Höhe. Also ja, hier kann man, wenn man hier in die Tür reinguckt, kann man es ein bisschen auch erkennen.
Hab Treppen reingesetzt. Damit man hochkommt auf die Türme. Und habe das an allen vier Ecken gemacht. Ich habe mich sogar ein bisschen mit den runden Steinen verkünstelt, damit das nicht alles so eckig aussieht. Muss aber sagen, dass das auch nicht gerade sehr Invasion-tauglich ist, weil es ziemlich viel Zeit frisst, diese Türme zu planen. Und die Zeit hat man halt einfach nicht im Invasion-Modus. Ich habe auch Magier auf die Türme gesetzt, habe beim Eingangstor Heilstation hingemacht, die meine Ritter heilen sollen, die an der Tür kämpfen sollen. Hab ein Katapult aufs Bollwerk gesetzt und hab für den Bau ziemlich viel Stein gebraucht. Was klar ist. Ich habe hier einen Steinbruch, wo man sehen kann, der ist schon recht tief geworden. Aber nicht nur das, ich habe auch diesen Berg hier ziemlich ausgehöhlt. Wie man sehen kann. Sogar so weit, dass... Sogar so weit, dass... Hoch. Also irgendwie spinnt gerade die Kamera rum. So. Sogar so weit, dass die Decke eingebrochen ist teilweise. Hier. Habe ich den Berg ausgehöhlt und diesen Berg hier habe ich angefangen auszuhöhlen, wie man sehen kann. Aber da ich dann kein Material mehr gebraucht habe, habe ich es eingestellt. So. Wir haben ja auch, ich habe auch recht viel Schwefel oder Gloomstone und Eisen angehäuft hier. Auch jede Menge Barren. Das einzige, etwas merkwürdige ist, wenn der Ofen an ist, dann geht der Rauch hier durch die Bretter. Das heißt, ich werde nicht mehr den Ofen an die Mauer bauen, sondern ihn irgendwo mittig hinbauen, so wie den Hackblock. Ich hätte ihn vielleicht hier zum Beispiel hinbauen sollen, direkt gegenüber von dem Stockpile. Ja, die Burg ist auch recht groß geworden, deswegen hat es lange gedauert zum Bauen. Wie man hier oben sehen kann, ich habe über 4 Stunden an dieser Burg gearbeitet. Ja, also Zeit kann man totschlagen in dem Spiel, das muss ich den Entwicklern lassen. Und ja, zum Abschluss feuern wir mal wieder unser Katapult. Oh, was ich noch gemacht habe, bevor wir das Katapult abfeuern. Auf dieser Map gibt es Shards, also diese Kristalle, die man einnehmen kann, um schneller Brickthorns zu generieren. Wie man sieht, ich habe auch 12 Stück und ich habe ein paar von diesen Shards eingenommen, nämlich 3 Stück. Und für einen Shard musste ich eine Brücke bauen. Hier. Damit man rankommt. Was ich auch recht cool finde. Früher ging das mit dem Brückenbauen noch nicht so richtig. Da musste man sich verkünsteln, um auf solche Inseln zu kommen. Aber jetzt geht das zum Glück besser. Ja, auch hier müsste man sich wahrscheinlich ein bisschen verkünsteln, um auf die Insel zu kommen. Gut. Mehr wollte ich euch gar nicht hier zeigen, weil ich auch nicht mehr Zeit verschwenden wollte. Zum Abschluss feuern wir noch das Katapult ab. Ich habe es schon mal abgefeuert und hier ein Loch reingerissen. Feuern wir mal hier rüber. Einfach gegen die Wand. Feuer. Und wusch. Na, das Loch ist nicht so beeindruckend, wie ich erwartet habe, aber egal. Das Katapult soll ja auch Corruptorns in die Luft jagen und nicht das Gelände. So, es wird schön nachgeladen. Von meinem einzelnen Arbeiter, der noch übrig ist, weil alles andere ist jetzt Militär. Entweder Bogenschützen oder Armbrustschützen oder Ritter, die das Tor bewachen. Ja, so würde ich mir auch eine Burg im Invasion dann vorstellen mit der Verteidigung. Gut. Das wollte ich euch mal zeigen. Und jetzt zurück zum Hauptmenü. Jetzt starten wir wieder in unsere Invasion rein. So, spielen. So, Invasion Helix.
Dann habe ich gerade keine Ahnung, wie der Timer aussah bis zum nächsten Angriff. Ich hoffe mal, dass das Laden jetzt nicht ganz so lange dauert, wie das Laden gerade eben. Das sind so die zwei Mankos, die ich diesem Spiel ankreiden muss. Erstens die Performance, also nicht nur das Laden. Ihr habt es vielleicht auch gemerkt während den letzten Aufnahmen, dass irgendwie ich manchmal beim Befehle geben oder beim Gebäude bauen so Hänger hatte. Das ist etwas schade. Wahrscheinlich rechnet da das Spiel dann zu viel und hat Hänger. Das zweite ist die AI von meinen Bricktrons. Die ist manchmal etwas schlecht. Erstens, wenn ich irgendwo einen Block hinsetze, dann rennen drei Leute zum Stockpile, holen Steine. Einer setzt den Block und die anderen beiden stehen blöd herum mit den Steinen in der Hand. Weil sie alle drei den Stein setzen wollten. Und wenn ich meine Stockpiles halt so selektiv mache, dann haben sie keinen Platz mehr, die Steine wieder abzuladen, weil der Stockpile eigentlich nur Gestein annimmt und keine Steinblöcke. Das ist zum Beispiel so eine Sache. Die zweite Sache, die mir so aufgefallen ist, oh, wir sind schon bei 100%, das ist gut. Wenn ich Minen oder Stein, also Tunnel oder Steinbrüche grabe, kann ich ihnen ja sagen, welche Ressourcen sie mir überhaupt holen sollen. 4 Minuten bis zur nächsten Welle, da habe ich noch etwas Zeit. Habe ich noch etwas Zeit? Ja, das zweite Problem halt ist, ich kann hier an einem Steinbruch sagen, bring mir nur Gestein. Bring mir keinen Schwefel und keinen Brimstone. Das ist schön und gut. Das Problem daran ist allerdings, dass sie dann trotzdem aufhören zu graben. So wie jetzt gerade zum Beispiel. Wir sollten jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir eine Gerätewerkstatt bauen. Die braucht auch ein Glas, das haben wir ja zum Glück, vorrätig. Was wir halt gerade nicht haben, ist Eisen. So, ich kann hier noch mal 4 Stockpiles bauen. 3 Stockpiles bauen. Und hier. Mindestens 2. Sagen wir 3 zusätzliche davon. Dann gebe ich hier einen neuen Sammelauftrag für Holz. Weil wir werden Holz brauchen. In 2 Minuten kommt die nächste Welle. Und ja, während hier die Zeit runtertickt, kämpfe ich mich hier ein bisschen ab mit den Balken. Das ist auch noch ein bisschen nervig, aber es geht so gerade so. Hier setzen wir eine provisorische Treppe hin, damit wir oben rankommen. Und setzen da... So, Gerätewerkstatt ist fertig. Dafür brauchen wir 2 Zahnräder, haben wir 2 Eisenbahnen, ein Seil, ein Stoff.
Habe ich noch eine Grassammelstelle? Nö. So. Wir können gerade kein Eisen produzieren. Also produzieren wir frisches. Ja, mein Problem ist, ich brauche Eisen. Eisen wäre hier oben. Oh, und die Breaktrons kommen, Corruptrons kommen. Das heißt, ich rufe zu den Waffen. Setzt euch schon mal hier hoch. Und euch hier hin. So, weil da kommt schon der erste Corruptron. Oh, wir haben einen großen. Wir haben einen fetten. Das ist nicht so schön. Ich hoffe mal, die Toten respawnen bald wieder. Okay, da kommt der nächste Corruptron. Oh oh, sie kommen von oben. Zu den Waffen.